geplant ist hier ein Hotel, wie man so jetzt bei mir im Hintergrund sind. Ich zeige da mal kurz drauf, das ist zurzeit die alte Pension. Dort sind 10 Zimmer, also 6 Doppelzimmer, 3 Einzelzimmer und 1 Dreibettzimmer. Aber alles viermal angebaut, umgebaut, quergebaut, ist alles marode. Und leider nicht mehr, obwohl schick aussieht, der heutige Standard, den der Gast verlangt. Deswegen ist in Planung, dort ein 3-Sterne-Hotel mindestens hinzubauen mit barrierefreien Zimmern, ganz wichtig. Weil das ist hier sehr, sehr, sehr wichtig, gerade bei uns in der Tourismusbranche. Und auch dementsprechend dort mindestens so um die 45, 50 Betten, sodass man hier auch mal Tagungen anbieten kann. Mit Übernachtungsmöglichkeiten, dass die Gäste dann 2-3 Tage in der Woche bleiben. Wir haben dann hier die Weser, wo so Tagungen zum Beispiel auch mal einen Ausgleich haben. Nach einem anstrengenden Tagungstag können die dann also hier vielleicht mit einem Boot fahren von den Fährmann Borchers, ne, und können Spiele machen und an der Weser vom Volleyball bis, wir bieten ja Tischtennis, alles Möglichkeiten. Und abends können sie dann natürlich im Wirtshaus essen.